Stehen bleiben, Autos. Ja, können wir uns in Schatten stellen, da ist hier gesichert. Eine kleine freundschaftliche Kontrolle. Also ich befürchte, das mit der pünktlichen Nummer bei Bus wird jetzt nicht funktionieren. Aber ich schätze mal, man kann dann mit einem entsprechenden rechtlichen Urteil eine etwaige Zugfahrt erster Klasse zurückvergeben. Ich nehme es mal mit der Kamera noch mal in Augenschein. Es ging hier um diese 13. Ich mache noch mal frei, das böse Modell. Die vermeintlich eine 18 sein soll. Vielleicht erklären Sie uns die Herrschaften, was Sie mit der 18 genau deklarieren wollen. Ja, danke. Danke, alles frei, gell? Bitte. Was hat Sie jetzt gestört? Die 13, die 18 oder? Sie wissen ganz genau was. Nein, wissen wir nicht. Also wie fragen Sie? Sie haben bei uns das festgehalten. Gar nichts ist gesagt worden. Nein, der Kollege hat gemeint, es geht um ein Zeichen des Verbotsgesetzes. Und ja, die Frage war, inwiefern eine 13 mit dem Verbotsgesetz kollidiert. Und ich habe weiters die Frage, nachdem die Amtshandlung ja jetzt vermeintlich beendet ist, wo der Einsatzleiter zwecks der Dienstnummer ist. Weil Sie werden es alle Einsatzleiter zwecks der Dienstnummer ist ganz vorn. Ja, aber nachdem Sie mich da jetzt aufgehalten haben und ich Ihren Einsatzleiter nicht kenne und ich aufgrund meines Alters und des schweren Schuhwerks und der Tatsache, dass ich aus Salzburg hergefahren bin ohne Schlaf, nicht hinterher renne. Kann ja, ganz ja, bitte, von irgendeinem der Herren hätte gerne eine Dienstnummer. Ja, natürlich. Sind die Karten ausgegangen im Sozialistischen Schmidt? Ja, wie kannst du sagen? Sag ich ja, sind die Karten ausgegangen, auch verstehe ich. Die Wienenergie ist ja auch nicht pleite, die brauchen ja auch nicht mehr. Nennt man den grünen Daumen. Gut. So erkläre ich noch einmal, wenn ein Verdacht da steht gegen eine strafbare Handlung, dann müssen wir den nachgehen. Das Recht haben Sie ja. Das Recht haben Sie ja, ist ja alles gut. Was? Ich habe Sie nur gefragt, Sie machen eine Identitätsfeststellung. Also müssen Sie ja auskennen, gell? Und ja, ja. Sie werfen uns da vor, als wenn wir willkürlich haben. Das können wir natürlich auch nicht. Ah. Wir eruieren nur. Warum Sie eine Identitätsfeststellung machen, Sie haben mir erklärt, es geht um ein Tattoo. Ich habe gefragt, um welches. Sie haben mir erklärt, um das. Ich finde, da ist ein 13. Und jetzt wollte ich wissen, was 13. Das gehört dann abgeklärt. Ja, ja, alles gut. Alles gut. So, dann schauen wir, dass wir zum Bus kommen. Ich wünsche noch einen erfolgreichen Dienst. Ja, also wie gesagt, man sieht, es ist mit dem Bildungsstand vermeintlich nicht so weit her. Wenn man jetzt schon Rock'n'Roller für, weiß ich nicht, Nazis hat oder so, aber man darf sich dann wahrscheinlich in diesem Zusammenhang nicht wundern, dass wir diese Nazi-Keule im Land haben. Ne? Aber das ist halt so, alles gehört. Ich hab das mit dem T-Shirt lieben von. Ah, okay, bis dahin. Aber der Anfang ist noch drauf, gut. Naja, wie gesagt, das ist schon sehr spannend. Warten Sie alle geschlossen auf uns. Nein, das muss ja gar nicht sein. Ich habe ja eh gesagt, das ist ja alles gut. Ich habe den Herrn gefragt, warum er eine Identitätsfeststellung macht. Aber ich hätte jetzt mit allen möglichen gerechnet. Aber dass man mir unterstört, ich verstoße gegen das Verbotsgesetz, weil ich nämlich tätowiert bin, so wie die Maori und andere Südseevölker.
und das mit lauter Motiven, die alles andere als recht sind, ist schon heftig. Und ich habe schon gedacht, das haben sie vielleicht gemeint, das konnten sie bei einem Jagdknicker abnehmen. Habe ich eh nicht mit. Aber wie gesagt, das ist alles. Aber sie schauen schon sehr genau ungenau von der Weiden. Naja, der andere mit der Sonnenbrüne gesagt, für ihn schaut das ganz stark nach einer 18 aus. Wobei ich jetzt auch die Dinge nicht verstehe. Wie gesagt, wenn man eine 18 tätowiert, dann hat man 18 tätowiert. Ja. Erklär das einmal ein paar Autokennzeichenbesitzern, die das abgeben mussten. Weil sie einen 18. Geburtstag hatten und so weiter und so fort. ...1918 und einen Führerschein noch nicht abgeben. Ja, ich sag, das ist, also man greift sich halt einfach wirklich ein bisschen am Kopf. Ne? Aber es macht ja nichts.